Und jetzt, meine Damen und Herren, liebe Gäste, zur Sache. Es ist eine sehr große Freude, Herr de Mulle bei uns wieder recht herzlich willkommen zu heißen. Im Jahre 1996 war sie Writer in Residence am Zentrum für zeitgenössische deutsche Literatur hier an der Universität Swansea. Wenn sie damals etwa als Geheimtipp galt, ist sie jetzt als Nobelpreisträgerin uns allen bekannt. Die Nobel-Jury verließ 2009 den Preis der Autorin, die, und ich zitiere, mit der Konzentration der Poesie und der Sachlichkeit der Prosa die Landschaft der Heimatlosen schildert. Ihr letzter Roman Atemschaukel, aus dem sie jetzt lesen wird und der von den Deportationen der Rumäniendeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg handelt, wird weitgehend schlechthin als Meisterwerk gefeiert. Ladies and gentlemen, it's a very great pleasure to welcome Herta Müller back to Swansea. In 1996, she was writer in residence at the Center for Contemporary German Culture at the university here. Since then, she has become known the world over through the award of the Nobel Prize in Literature. The Nobel jury awarded the prize to the author who, with the concentration of poetry and the frankness of prose, depicts the landscape of the dispossessed. Her latest novel, The Hunger Angel, from which she will now read, and which takes as its subject matter the deportations of the Romanian Germans after the Second World War, and which will incidentally appear in November in the UK in English, has been widely acclaimed as, quite simply, a masterpiece. Herta, seien Sie herzlich willkommen. Ich übergebe Ihnen das Wort. Danke schön. Thank you. I will read two Kapitel, Captures, such as yes, chapters. The first and the last. Nein, das ist nicht das First. Taschentuch mit Mäusen? Taschentuch mit Mäusen. It's not the first. But the last. Taschentuch und Mäuse. Im Lager gab es vielerlei Tücher. Das Leben ging von einem Tuch zum anderen. Vom Fußwickeltuch zum Handtuch zum Brottuch zum Meldekraut-Kopfkissentuch, zum Hausier- und Betteltuch und sogar zum Taschentuch, wenn man überhaupt eines hatte. Die Russen im Lager brauchten kein Taschentuch. Sie pressten das eine Nasenloch mit dem Zeigefinger zu und bliesen den Rotz durchs andere wie Teig auf den Boden. Dann pressten sie das saubere Nasenloch zu und der Rotz spritzte durchs andere. Ich habe geübt, bei mir flog der Rotz nicht weg. Niemand im Lager nahm zum Naseputzen ein Taschentuch. Wer eines hatte, brauchte es als Beutel für Zucker und Salz. Wenn es ganz zerrissen war, als Klopapier. Einmal bekam ich ein Taschentuch geschenkt von einer Russin. Es war sehr kalt. Mich trieb der Hunger. Nach der Arbeit ging ich wieder mal ins Russendorf hausieren mit einem Stück Anthrazitkohle, das man jetzt zum Heizen brauchte. Ich klopfte an eine Tür. Eine alte Russin öffnete, nahm mir die Kohle ab und ließ mich ins Haus. Das Zimmer war niedrig, in der Wand das Fenster so tief wie mein Knie. Auf einem Hocker standen zwei magere, grau-weiß gescheckte Hühner. Dem einen Huhn hing der Kamm übers Auge, es schlenkerte mit dem Kopf wie ein Mensch ohne Hände, dem das Haar ins Gesicht fällt. Die alte Frau redete seit einer Weile. Ich verstand nur hier und da ein Wort, spürte aber, worum es ging. Dass sie Angst vor den Nachbarn hat, dass sie schon lange mit zwei Hühnern allein ist, aber lieber mit den Hühnern redet als mit den Nachbarn. Dass sie einen Sohn in meinem Alter hat, dass er Boris heißt und von zu Hause so weit weg ist wie ich, in der anderen Richtung, in einem Lager in Sibirien, in einem Strafbataillon, weil ein Nachbar ihn denunziert hat. Vielleicht habt ihr Glück, du und mein Sohn Boris, sagte sie, und dürft bald nach Hause. Sie zeigte auf den Stuhl
und ich setzte mich an die Tischecke. Sie nahm mir die Mütze vom Kopf und legte sie auf den Tisch. Sie legte einen Holzlöffel neben die Mütze. Dann ging sie zum Herd und schöpfte aus dem Topf Kartoffelsuppe in eine Blechschüssel. Es war bestimmt 1 Liter Suppe. Ich löffelte, sie stand neben meiner Schulter und schaute mir zu. Die Suppe war heiß, ich schlürfte und schielte zu ihr. Und sie nickte. Ich wollte langsam essen, weil ich länger was von der Suppe haben wollte. Aber mein Hunger saß wie ein Hund vor dem Teller und fraß. Die 2 Hühner hatten ihre Füße eingezogen, hockten auf dem Bauch und schliefen. Die Suppe heizte mich bis in die Zehen. Meine Nase tropfte. Abadji, warte, sagte die Russin und brachte aus dem Nebenzimmer ein schneeweißes Taschentuch. Sie gab es mir in die Hand und drückte meine Finger zu, als Zeichen, dass ich es behalten soll. Sie schenkte es mir. Und ich wagte nicht, mich zu schneuzen. Was da geschah, ging weit über das Geschäftliche des Hausierens und mich und sie und ein Taschentuch hinaus. Es betraf ihren Sohn. Und mir tat es gut und auch wieder nicht. Sie oder ich oder wir beide waren ein Stück zu weit gegangen. Sie musste etwas tun für ihren Sohn, weil ich da war und er von zu Hause so weit weg wie ich. Mir war es peinlich, dass ich da war, dass ich nicht er war. Und dass sie das auch spürte und sich darüber hinwegsetzen musste, weil sie die Sorgen um ihn nicht mehr aushielt. Auch ich hielt es nicht mehr aus, 2 Menschen zu sein. 2 Verschleppte, das war mir zu viel. Das war nicht so einfach wie auf dem Hocker 2 Hühner nebeneinander. Ich war mir doch selber schon um eine Last zu viel. Mein Kohletuch grob und dreckig habe ich nachher auf der Straße draußen als Taschentuch benutzt. Und nach dem Schneuzen um den Hals gelegt, da war es mein Halstuch. Mit den Halstuchenden habe ich mir im Gehen die Augen gewischt, oft und kurz, dass es nicht auffällt. Es hat mich zwar keiner beobachtet, ich wollte, dass es mir nicht auffällt. Ich wusste zu gut, es gibt ein inneres Gesetz, wonach man mit dem Weinen nie anfangen darf, wenn man zu viele Gründe hat. Ich redete mir ein, dass die Tränen von der Kälte kommen und glaubte mir. Das schneeweiße Taschentuch aus feinstem Batist war alt, ein gutes Stück aus der Zarenzeit. Es hatte einen handgestickten Ajourrand, Stäbchen aus Seidenzwirn. Die Lücken zwischen den Stäbchen waren akkurat genäht und in den Ecken kleine Seidenrosetten. So etwas Schönes hatte ich lang nicht mehr gesehen. Die Schönheit der normalen Gebrauchsgegenstände war zu Hause nicht der Rede wert. Im Lager ist es gut, sie zu vergessen. In dem Taschentuch erwischte sie mich. Diese Schönheit tat mir weh. Ob dieser Sohn der alten Russin, der er und ich in einem war, je wieder nach Hause kommt? Ich fing an zu singen, um die Gedanken abzustellen. Ich sang für uns beide den Viehwaggon-Blues. Im Walde blüht der Seidelbast, im Graben liegt noch Schnee. Und dass du mir geschrieben hast, das Brieflein, tut mir weh. Der Himmel lief, Wolken mit ihren vollgestopften Kissen. Dann schaute der frühe Mond mit dem Gesicht meiner Mutter. Die Wolken schoben ihr 1 Kissen unter das Kinn und 1 Kissen hinter die rechte Wange. Und durch die linke Wange zog das Kissen wieder hinaus. Und ich fragte den Mond, ist meine Mutter schon so schwach? Ist sie krank? Gibt es unser Haus noch? Wohnt sie überhaupt noch dort? Weiß sie, dass ich noch lebe? Oder weint sie schon um einen Toten, wenn sie an mich denkt? Schon den 2. Winter war ich im Lager. Wir durften keine Post nach Hause schreiben, kein Lebenszeichen. Im Russendorf standen nackte Birken, darunter die Schneedächer wie krumme Betten in Luftbaracken. In dieser frühen Dämmerung war die Haut der Birken anders bleich als am Tag und anders weiß als Schnee. Ich sah den Wind biegsam durch die Äste schwimmen. Auf dem Trampelweg
neben den geflochtenen Weidezäunen, kam mir ein holzbraunes Hündchen entgegen. Es hatte einen dreieckigen Kopf, hohe Beine stracks dünn wie Trommelstöcke. Weißer Atem flog ihm aus dem Maul, als würde es mein Taschentuch essen und dabei mit den Beinen trommeln. Das Hündchen lief vorbei, als wäre ich nur der Schatten vom Zaun. Es hatte recht. Ich war auf diesem Heimweg ins Lager nichts weiter als ein gewöhnlicher russischer Gegenstand in der Dämmerung. Das weiße Taschentuch aus Batist hatte noch niemand benutzt. Ich habe es nie benutzt, aber wie eine Art Reliquie von einer Mutter und einem Sohn bis zum letzten Tag im Koffer aufbewahrt und schließlich auch nach Hause mitgenommen. Im Lager hatte so ein Taschentuch nichts zu suchen. Ich hätte es all die Jahre auf dem Bazar für etwas Essbares tauschen können. Ich hätte Zucker oder Salz dafür bekommen, vielleicht sogar Hirse. Die Versuchung war da, der Hunger blind genug. Was mich abhielt? Ich glaubte, das Taschentuch ist mein Schicksal. Wenn man sein Schicksal aus der Hand gibt, ist man verloren. Ich war mir sicher, der Abschiedssatz meiner Großmutter, ich weiß, du kommst wieder, hat sich in ein Taschentuch verwandelt. Ich schäme mich nicht, wenn ich sage, das Taschentuch war der einzige Mensch, der sich im Lager um mich kümmerte. Ich bin mir sicher, auch heute noch. Manchmal kriegen die Dinge eine Zartheit, eine monströse, die man von ihnen nicht erwartet. Am Kopfende hinterm Kissen ist der Koffer und unterm Kissen im Brottuch das vom Mund abgesparte, unschätzbar wertvolle Brot. Und wo auf dem Kissen das Ohr liegt, piepst es eines Morgens. Und man hebt den Kopf und wundert sich, zwischen Brottuch und Kissen zappelt ein hellrosa Knäuel, groß wie das eigene Ohr. 6 augenlose Mäuse, jede kleiner als ein Kinderfinger und ihre Haut wie Seidenstrümpfe, die zucken, weil sie aus Fleisch sind. Mäuse aus dem Nichts geboren, ein Geschenk ohne Grund. Da war ich plötzlich stolz auf sie, als ob auch sie stolz auf mich wären. Stolz, weil mein Ohr Kinder bekommen hatte, weil sie trotz der 68 Betten in der Baracke bei mir geboren wurden und ausgerechnet mich zum Vater haben wollten. Sie lagen alleine da, eine Mutter habe ich nie gesehen. Ich genierte mich vor ihnen, weil sie mir so maßlos trauten. Ich spürte sofort, dass ich sie liebte und dass ich sie loswerden muss. Und zwar sofort, bevor sie Brot fressen und bevor die anderen aufwachen und etwas merken. Und ich hob das Knäuel Mäuse aufs Brottuch, hielt die Finger wie ein Nest, um ihnen ja nicht weh zu tun. Ich schlich aus der Baracke, trug das Nest über den Hof. Meine Füße zittrig vor Eile, dass mich ja kein Wachsoldat sieht und kein Wachhund riecht. Doch meine Augen wichen nicht vom Tuch, dass mir beim Gehen ja keine Maus herunterfällt. Dann stand ich in der Latrine und schüttelte das Tuch ins Loch. Die Mäuse plumpsten in die Grube. Kein Pieps. Ich atmete nur einmal tief. Geschafft. Als ich 9 Jahre alt war, fand ich auf einem alten Teppich im hintersten Winkel der Waschküche ein neugeborenes graugrünes Kätzchen mit verklebten Augen. Ich nahm es in die Hand und streichelte ihm den Bauch. Es fauchte und biss mir in den kleinen Finger, ließ nicht los. Da sah ich Blut. Da drückte ich mit Daumen und Zeigefinger. Ich glaube, ich habe ganz zugedrückt, und zwar am Hals. Mir klopfte das Herz wie nach einem Zweikampf. Das Kätzchen, weil es tot war, hatte mich beim Töten ertappt. Dass es keine Absicht war, machte es nur schlimmer. Monströse Zärtlichkeit versteckt sich anders in Schuld als absichtliche Grausamkeit, tiefer und länger. Was das Kätzchen mit den Mäusen gemeinsam hat, kein Pieps. Und was das Kätzchen von den Mäusen unterscheidet, bei den Mäusen war es Absicht,
und Mitleid. Bei dem Kätzchen die Verbitterung, dass man streicheln will und gebissen wird. Das ist das eine. Zugzwang, das andere. Wenn man das Drücken anfängt, kann man nicht zurück. Now I'm reading the end. Er ist aus dem Lager zurück. Wieder zu Hause. Aber schon ausgewandert. Von den Schätzen. Kleine Schätze sind die, auf denen steht, da bin ich. Größere Schätze sind die, auf denen steht, weißt du noch. Die schönsten Schätze aber sind die, auf denen steht, da war ich. Da war ich, soll auf den Schätzen stehen, meinte Tur Prikulic. Unterm Kinn stieg mir der Kehlkopf auf und ab, als hätte ich meinen Ellbogen geschluckt. Der Rasierer sagte, noch sind wir hier. Das Fünfte kommt nach dem Neunten. Ich glaubte damals in der Rasierstube noch, wenn man hier nicht stirbt, ist es später danach. Man ist weg aus dem Lager, frei, womöglich sogar wieder zu Hause. Dann kann man sagen, da war ich. Aber das Fünfte kommt nach dem Neunten. Man hat ein bisschen Balamuk gehabt, also verworrenes Glück, und muss auch sagen, wo und wie. Und wieso sollte einer wie Tur Prikulic später zu Hause aus freien Stücken sagen, dass er Glück gar nicht nötig hatte? Vielleicht hat sich schon damals jemand aus dem Lager vorgenommen, Tur Prikulic nach dem Lager umzubringen. Einer, mit dem der Hungerengel herumlief, während Tur Prikulic die Schuhe wie Lacktäschchen auf dem Lagerkorso trug. In der Haut- und Knochenzeit hat vielleicht einer beim Appell oder im Karzer unzählige Male im Kopf geübt, wie man Tur Prikulic die Stirn in der Mitte durchhacken könnte. Oder stand dieser eine damals bis zum Hals im verwehten Schnee an einer Bahnstrecke oder auf der Jama bis zum Hals in der Kohle oder in der Carriera im Sand oder im Zementturm. Oder lag er in seinem Bettgestell schlaflos im gelben Dienstlicht der Baracke, als er Rache geschworen hat. Vielleicht hat er den Mord sogar am selben Tag geplant, als Tur in der Rasierstube mit öligem Blick von den Schätzen sprach. Oder in dem Moment, als er mich im Spiegel fragte, wie ist es denn bei euch im Keller? Vielleicht sogar in dem Augenblick, als ich sagte, gemütlich, jede Schicht ist ein Kunstwerk. Vermutlich ist auch ein Mord mit der Krawatte im Mund und der Axt auf dem Bauch ein verspätetes Kunstwerk. Ich weiß mittlerweile, dass auf meinen Schätzen da bleib ich steht, dass mich das Lager nach Hause gelassen hat, um den Abstand herzustellen, den es braucht, um sich im Kopf zu vergrößern. Seit meiner Heimkehr steht auf meinen Schätzen nicht mehr da bin ich, aber auch nicht, da war ich. Auf meinen Schätzen steht, da komme ich nicht weg. Immer mehr streckt sich das Lager vom Schläfenareal links zum Schläfenareal rechts. So muss ich von meinem ganzen Schädel wie von einem Gelände sprechen, von einem Lagergelände. Man kann sich nicht schützen, weder durch Schweigen noch durchs Erzählen. Man übertreibt im einen wie im anderen, aber da war ich, gibt es in beidem nicht. Und es gibt auch kein richtiges Maß. Aber die Schätze gibt es. Da hat Tur Prikulic recht behalten. Meine Heimkehr ist ein verkrüppeltes, ständig dankbares Glück, ein Überlebenskreisel, der sich wegen jedem Dreck zu drehen beginnt.
Er hat mich in der Hand, wie alle meine Schätze, die ich weder ausstehen noch loslassen kann. Ich gebrauche meine Schätze seit über 60 Jahren. Sie sind schwächelnd und zudringlich, intim und widerlich, vergesslich und nachtragend, abgenutzt und neu. Sie sind Arthur Pikulics Mitgift und von mir nicht zu unterscheiden. Wenn ich sie aufzähle, komme ich ins Straucheln. Meine stolze Unterlegenheit, meine zugemaulten Angstwünsche, meine unwillige Eile, ich springe von Null sofort auf Total. Meine trutzige Nachgiebigkeit, in der ich allen Recht gebe, damit ich es ihnen vorwerfen kann. Mein verstolperter Opportunismus, mein höflicher Geiz, mein matter Sehnsuchtsneid, wenn Leute wissen, was sie vom Leben wollen. Ein Gefühl wie stockende Wolle, kalt und kraus. Meine steile Ausgelöffeltheit, dass ich von außen bedrängt und innen hohl bin, seit ich nicht mehr hungern muss. Meine seitliche Durchschaubarkeit, dass ich beim Einwärtsgehen auseinanderkomme. Meine plumpen Nachmittage, die Zeit rutscht langsam mit mir zwischen die Möbel. Mein gründliches im Stich lassen. Ich brauche viel Nähe, aber ich gebe mich nicht aus der Hand. Ich beherrsche das seidene Lächeln im Zurückweichen. Seit dem Hungerengel erlaube ich niemandem, mich zu besitzen. Der schwerste meiner Schätze ist mein Arbeitszwang. Er ist die Umkehr der Zwangsarbeit und ein Rettungstausch. In mir sitzt der Gnadenzwinger, ein Verwandter des Hungerengels. Er weiß, wie man alle anderen Schätze dressiert. Er steigt mir ins Hirn, schiebt mich in die Verzauberung des Zwangs, weil ich mich fürchte, frei zu sein. Aus meinem Zimmer sieht man den Uhrturm auf dem Grazer Schlossberg. An meinem Fenster steht ein großes Reißbrett. Auf meinem Schreibtisch liegt mein letzter Bauplan wie ein abgeschossenes Tischtuch. Er ist staubig wie der Sommer draußen auf den Straßen. Wenn ich ihn betrachte, kann er sich nicht an mich erinnern. Vor meinem Haus geht seit dem Frühjahr täglich ein Mann spazieren mit einem kurzhaarigen weißen Hund und einem extrem dünnen schwarzen Spazierstock, der als Griff nur eine schwache Biegung hat, wie eine vergrößerte Vanillestange. Wenn ich wollte, könnte ich den Mann grüßen und ihm sagen, sein Hund gleicht einem weißen Schwein, auf dem das Heimweh früher durch den Himmel reiten konnte. Im Grunde möchte ich einmal mit dem Hund reden. Es wäre gut, wenn der Hund einmal allein oder mit der Vanillestange auf der Straße wäre, ohne den Mann. Vielleicht kommt es eines Tages so. Ich bleibe sowieso hier wohnen und die Straße bleibt auch, wo sie ist. Und der Sommer geht noch lang. Ich habe Zeit und warte. Am liebsten sitze ich an meinem weißen Resopaltischchen. 1 Meter lang und 1 Meter breit, ein Quadrat. Wenn der Uhrturm 2:30 schlägt, fällt die Sonne ins Zimmer. Auf dem Fußboden ist der Schatten meines Tischchens ein Grammophonkoffer. Er spielt mir das Lied vom Seidelbast oder die plissiert getanzte Paloma. Ich hole das Kissen vom Sofa und tanze in meinen plumpen Nachmittag. Es gibt auch andere Partner. Ich habe auch schon mit der Teekanne getanzt, mit der Zuckerdose, mit der Keksschachtel, mit dem Telefon, mit dem Wecker, mit dem Aschenbecher, mit dem Hausschlüssel. Mein kleinster Partner ist ein abgerissener Mantelknopf. Ist nicht wahr. Einmal lag unter dem weißen Resopaltischchen eine staubige Rosine. Da habe ich mit ihr getanzt. Dann habe ich sie gegessen. Dann war eine Art Ferne in mir. Thank you.
Herzlichen Dank, Herr.